Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde, Fahrschule, Führerschein, Simulator. Wir haben in dem Making-of, könnt ihr euch das gerne angucken, den ganzen Simulator hier umgebaut, weil ja durch diese Pandemie zu Hause bleibt Geschichte, hier keiner mehr auf der Kiste fahren darf. Und ich habe gedacht, na, jetzt haben wir so ein Ding gekauft, jetzt steht das hier, was machen wir damit? Zock Forza 4 und haben das irgendwie hinbekommen, das hier drauf zu installieren. Schaut es euch an, schreibt rein in die Kommentare, ob euch gefällt, was wir hier machen. Dann machen wir noch mehr Videos davon. Ist auf jeden Fall eine abgefahrene Geschichte. Bleibt dran, viel Spaß! Ist ja auch nicht so einfach hier, wenn man keinen Rückspiegel hat, rückwärts zu fahren. Ja. Also Freunde, hallo! Ach, da hinten ist mein Haus. Warte mal, man kann das Haus betreten. Da, guck mal, willkommen zu Hause. Und das ist auch unser Auto. Wir haben jetzt hier den Simulator umgebaut. Ihr seht das. Leider nicht auf drei Bildschirmen, weil dieses Programm, mit dem wir hier das Video aufnehmen, ich darf nicht mehr streamen sein, das macht das Ganze nur mit diesem einen Bildschirm leider. Aber wenn keine Kamera mehr guckt, dann kann man das auch auf drei Bildschirme umstellen und dann kann man richtig eskalieren. Ich komme mir ein bisschen nerdy-nerd-mäßig vor hier, gerade mit meinem Headset und diesem komischen Ding hier. Kamera 11, kann man mich hören, Kamera 11. Ja, wie ihr seht, das ist mein Haus hier irgendwo in den... Genau. Und wir haben auch dieses Auto hier geholt. Ich weiß noch nicht mal mehr, was das für ein Auto ist. Ich glaube, es ist ein Nissan gewesen. Aber anyway, wir haben jetzt hier Kupplung, Bremse und Gas habe ich installiert hier mit dem Simulator. Es war nicht so ganz einfach, wie ihr wahrscheinlich in dem... gibt's das? In welchem Video gibt's das? Making-of. Im Making-of sehen könnt. Es hat also mehrere Tage gedauert, das Ding hier umzubauen. Aber ich kann jetzt hier, wie ihr da unten sehen könnt, super den ersten Gang einlegen. So, ein bisschen Gas und dann lasse ich mal die Kupplung langsam kommen. So, legale Mülltonne angefahren. Ja, und dann fahren wir erstmal. Ich bin gar nicht angeschnallt. Sagt hier gar nichts. So, hier, Safety first. Schön anschnallen. Und dann so, zwei locker, zweite Gang. Dann verlassen wir erstmal ganz easy hier unsere Hochausfahrt. Ach, guck mal, die Kinder haben Schneemann gebaut. Hier habe ich eine Hupe auch, glaube ich. Hier. Da. Ja. So. Ah, Blinker. Ich weiß gar nicht, wie man blinkt hier. Ich mache mal einen Blinker an. Ne, geht nicht. Den muss ich nochmal programmieren hier. So, Kupplung langsam kommen lassen. Ich habe festgestellt, dieses Fahrzeug ist sehr hoch motorisiert. Das heißt, wenn ich die Kupplung zu schnell kommen lasse, man hört das schon so leicht, glaube ich. Ja, er hat sehr viel Power. So, zweite Gang. Ach, das ist ja England hier. Falsche Straßenseite. Ey! Ah! Oh nein! Oh, Versicherung. Warnblinkanlage. Warum ist der denn abgebogen? Ich dachte, die hätte Vorfahrt. Was ist denn hier für ein unrealistisches Spiel? So, Giveaway. So, langsam. Da kommt schon einer von hinten. So, wir fahren jetzt mal links hier vorsichtig. Links der Cabin noch nicht gewohnt. Merkt ihr, ne? Ah, ich muss hier abbiegen. Jetzt weiß ich auch. So, Kreisverkehr. Ach du Scheiße, wie fährt man den Kreisverkehr links rum? Ah! Ich fahre einfach auf die Pfeile hier. So, man hört dieses leichte Reifen quietschen. Ui! Das war aber knapp. So, ich fahr den mal hinterher hier. So, zweite Gang. Ey, ey, fahr doch mal. Und ihr hört schon, wenn ich hier ein bisschen zu viel Gas gebe. Oh, das Auto ist sehr hoch motorisiert. Ich nehme mal den dritten Gang. So, dann fahren wir mal ganz elegant hier. Ich hoffe, ich habe Vorfahrt. Ja, das sah ganz gut aus. Ganz elegant hier im Winter, im T-Shirt. Die Landstraße entlang. Außerhalb geschlossener Ortschaft ist immer 100, denkt daran. Und ich glaube, dieses Schild war gerade international für Vorfahrt an der nächsten Kreuzung. Ja. Ja, Freunde, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mit solchen Videos hier klarkommt. Dann machen wir nämlich in Zukunft mehr. Durchgezogene Linien nicht überfahren. Das war jetzt nur Zufall, weil ich konnte mich nicht konzentrieren, wenn ich rede. Dann machen wir hier noch ein paar Videos davon. Ich habe nämlich gesehen, man kann auch so geile Autos hier kaufen, wie zum Beispiel den R8 von JP und so. Da werde ich mal gucken, wie das funktioniert, wenn ihr darauf Bock habt. Dann schauen wir nämlich mal, dass wir jetzt hier so ein bisschen mal gucken. Ich weiß gar nicht, ist hier überholen erlaubt? Ich habe gar nicht gesehen, dass das verboten ist. Ne, da sehen wir es. Durchgezogene Linie. Überholen ist nicht erlaubt. Ja, dann fahren wir jetzt mal locker hinter dem her. Mein Name ist übrigens Parasit Borke. 71, glaube ich. Also, falls jemand dieses Spiel online spielt und ihr findet Parasit Borke. Ich heiße Parasit Borke, 71. Ja, genau. Dann wisst ihr, ich bin's. So, mal Blinker rechts hier, so überholt man ja offensichtlich. Scharfe Kurve, kein Problem. So, jetzt ist hier irgendwie... Oh, mein Gas klemmt.
Da müsst ihr auch immer realistische Bedingungen gucken, dass die Fußmatte nicht. Manchmal ist das so. Machen wir ein bisschen Stau hier. Aus irgendeinem Grund funktioniert mein Gas nicht mehr. Jetzt vibriert mein Lenkrad. Die Aliens landen. So. Ach, da bin ich wieder. Oh, sorry, sorry. Erster Gang. Ja, yeah, ja, yeah, da geht's schon vorwärts. Yep, wechseln wir. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen vorwärts hier. Schön entspannt mal die Landstraße lang. Ich bin mir sicher, in England ist auf der Landstraße auch mal ein bisschen schneller drauf. Aha, Kreisverkehr, Autobahn, geradeaus. So, wir wollen zur Autobahn. Dann werden wir mal schauen. Geradeaus ist das hier wahrscheinlich. Ja. Ach nee, das ist ein Riesenkreisverkehr, so. Und ich will jetzt aber da lang, wo die Autos herkommen. Das ist falsch. Hier lang. Und da lang. So, guck mal. 60 auf der Autobahn, wer macht denn sowas? In progress. Yeah. Durch den Tunnel. Von hier. Das ist ja geil. Die hat die Karre nur 4 Gänge? Ja. Oh. Ah, ah, ah. Ah. Gefangen. Nicht gefangen. Kein Problem, da sind wir wieder. ADAC könnte man jetzt in diesem Fall anrufen. Die würden dann kommen. Ja. Und uns abschleppen. Aber ist ja nichts passiert, wir haben das Auto ja nochmal gefangen. Gut gemacht. So. Dann haben wir hier wohl scheinbar nur 4 Gänge, weil das so ein Driftauto zu sein scheint. Ja, fahren wir halt im 4. Gang durch den Tunnel. Fahr doch weg da. So. Wo ist meine Hupe? Ein bisschen nochmal umbauen. Aha, 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 aha. Ei, ei. Es tut mir furchtbar leid. Ei. Jetzt aber was los hier. So. Und jetzt kann man mal sehen, die machen schon alle Warnblinklicht an, die machen das genau richtig. Gasse bilden. Wir machen jetzt mal Fahrerflucht. Wir sind auch schon weg. Wunderbar. Es gab keine Verletzten, davon haben wir uns natürlich überzeugt. Und dann haben wir die Unfallstelle abgesichert, indem wir angerufen haben. Bei der Autobahnwachtmeisterei. Ja. So. Na, wo fahren wir jetzt eigentlich her hier? Wo geht's hin? Wir sind zu schnell, als dass wir das lesen können. Ein bisschen langsamer. Ich hatte mal eine Oma in der Fahrstunde, die ist tatsächlich auf der Autobahn. Bamberg. Wir fahren nach Bamberg. Gut. Die ist tatsächlich auf der Autobahn und ich wollte nach Hannover. Dann habe ich gesagt, so, wir wollen jetzt nach Hannover fahren. Dann hat die so gemacht. Wo ist denn Hannover? Und hinter mir der LKW so. Und ich so, ah, und wir alle so, ah. Und dann sind wir irgendwie auf den Seitenstreifen ausgewichen. Ja. War eine crazy Aktion. Also Fahrlehrer ist auch manchmal ein spannender Job. Seht ihr da links sind übrigens die blauen Wagen, die sind in Deutschland auf der Autobahn auch. Bei 300 Meter, da kann man nämlich dann anfangen zu blinken, wenn man die Autobahn verlassen will. Und wir haben jetzt auch geblinkt und verlassen. Oh, zu viel Gas. Man muss da mit Gefühl ran. Nein, ah, das Gas klemmt! Ah! Oh nein! Jetzt klemmt das Gas an der Fußmatte. Freunde, das ist was, wenn das passiert, das ist natürlich schlecht. Ja, jetzt geht's wieder. Da ist aber was schief gelaufen. Also irgendwie kommt der Simulator nicht so ganz mit meiner Technik hier klar. Pass auf, ich kann mal drücken. Hier Reset. Man kann nämlich diese ganze Software hier resetten. Da passiert nämlich Folgendes, pass auf. Oh, jetzt hat's Bildung gemacht. Jetzt mach ich's nochmal an. Ihr seht, ich bin auch absolut voll der Fachmann, wie sich das Lenkrad hier dreht. Wunderbar. So. Jetzt Bong, jetzt steht hier 316, jetzt müsste alles. Aha, wir sind wieder da, Freunde. Geht ja ganz falsch. Wir fahren. Die Kupplung kommt auch ziemlich hart hier in dem Spiel. So, da sind wir wieder. Hallo. Ja, ist ja gut. Aha, da rechts kann man es übrigens sehen. Da, hier, Verbot der Einfahrt. Einbahnstraße, Freunde. So, es gibt übrigens die Theoriefrage, was machen Sie, wenn Ihnen ein Geisterfahrer entgegenkommt? Ich kann es euch nicht sagen, tatsächlich. Weil, also ich würde wieder umdrehen, abhauen hier. Tschüss.
auf nach Bamberg. Ich würde rechts ranfahren. Also wenn es geht, halt Warnblinklicht. Ne? So. Weil, was, wie will man denn beschreiben, was machst du, wenn dir ein, lass ich mal gucken hier, Vorfahrt gewähren, habt ihr gesehen? So, kommt keiner. Langsam anfahren und dann schnell. Das scheint wohl eine glatte Straße zu sein. Ja, also, wenn euch jemand da entgegenkommt, ist, glaube ich, die richtige Antwort in der Theorie. Warnblinklicht an, schön zur Seite fahren. Ich weiß nicht, die 60, da bin ich, das kann doch keiner 60 fahren hier. Naja, wir fahren erstmal entspannt 130 hier, 140 so richtig, wir halten uns mal an die Richtgeschwindigkeit, deutschlandmäßig. Ich weiß gar nicht, wo überholt man in England, wahrscheinlich rechts? Nein, ja, das ist übrigens nicht so ganz, also das in der Prüfung nicht machen, weil, ist ja klar. Ihr müsst übrigens euer Überholmanöver, also ihr müsst tatsächlich auch schneller fahren, ihr dürft nicht mit 80 auf der Autobahn fahren. Ah, guck mal, jetzt checke ich auch mal, wie das mit dem Kreis funktioniert, hier runterschalten. Weil der Prüfer möchte sehen, dass ihr in der Lage seid, die Richtgeschwindigkeit auch zu fahren. Ey, ah! Warum bremst der denn? Ja, manchmal bremsen die Autos. Okay, also der Prüfer möchte auf jeden Fall sehen, dass ihr es schafft, die Richtgeschwindigkeit von 130 zu erreichen. Und, ja, also nicht mit 80 hinterm LKW fahren. So, ist das der nie mehr endende Kreisverkehr hier oder was? Was ist denn hier los? Der steht da immer noch mit seinem Warnblinklicht da. So. Hier ist schon so ein bisschen Bock hier. Ah, 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 ah. Das üben wir aber nochmal, Robby. Ah ja. Kupplung langsam kommen lassen. So. So, fahren wir mal ins schöne Städtchen, Blinkerlinks, City Bypass, nach, ja, fahren wir nochmal hin. Nach, auch nach, in die Berge. Schöne Aussicht auch, ne? So sieht das übrigens auch aus, wenn ihr später mal in den Urlaub fahrt, so schön in die Schweiz oder so, oder nach Österreich. Das ist schon eine geile Optik. Und wenn dann so Wetter gut ist und so, und Musik gut läuft, und man zum Snowboard fährt mit seinen Freunden, das ist eine gute Sache. So. Die müssten jetzt aber alle hier auch in meine Richtung fahren. Bin hier nämlich, glaube ich, auf der richtigen Seite. Da kommt noch irgendwas. Was ist das für ein Zeichen hier? Irgendwas? Keine Ahnung. Geschwindigkeit. Irgendwas. Was weiß ich. Keine Ahnung. Okay. Wir hatten grün. Oh! Glatteis! Fast gefangen, Freunde. Burnout? Ich habe keinen Burnout gemacht. Jetzt mache ich einen. Oh, abgewürgt. Kupplung zu schnell kommen lassen. Ja, so, okay. So, also, ne, so wirkt man übrigens das Auto ab. Das ist hier in dem Spiel auch so gedacht. Wenn man die Kupplung zu schnell kommen lässt, dann bock und dann ist er aus. So, jetzt fahren wir hier mal wieder schön durch ein Städtchen. Wir wollen nach, genau, da wollen wir hin. Richtig. Aber 40, das kann ich nicht glauben, dass sie auf einer Landstraße 40 haben. Warum macht man das denn? Also, das scheint ja auch eine längere Landstraße hier zu sein. Naja, wir gucken mal. Vielleicht mal in die vierten Gang. Ne, die fahren tatsächlich 40 hier. Ja. Oh, vergiss zu bremsen. Oh ja. Naja, wir haben ja, wir probieren jetzt da mal hier die Abkürzung. Ja, scheint ja hier ein Driftfahrzeug zu haben. Oh, oh, oh. Oh, aber der hält ganz gut hier. Die Spur. Ja, das sieht ganz gut aus. Weil, ja, jetzt könnte es ein bisschen problematisch werden. Ah, da ist übrigens 40 aufgehoben. So, Freunde, wir fahren der Sonne entgegen. Ja, 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 ja. Ja, genau, Scharfkurve. Die nehmen wir. Ah, ah, ah. Ja, ja. Sorry, sorry. So, ja, jetzt geht's weiter. Wir sind wieder da. Scheibenwischer einmal angemacht, hat keiner gemerkt. Hier in Buxtehude schlafen ja alle noch. Es scheint hier in dem Spiel auch sehr früh zu sein. In Wirklichkeit haben wir schon 10 Uhr morgens. Oder, Ken? 10 Uhr? Ja, oder vielleicht irgendwie sowas. Ja,
Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich da hinten zu der Brücke. Wie geht's da gerade aus? Nochmal Gas. So, vierter Gang. Da muss man das Lenkrad auch mal fester halten. Ah. So, guck mal. Da kommen wir auch durch den Schnee hier. So, mein. Oh, da. Oh, ah, der macht. Ich versuche uns da noch rauszuholen. Guck mal. Ganz locker. Kurz abgekommen. Ja, in Wirklichkeit wäre es jetzt, glaube ich, problematisch gewesen. Wahrscheinlich wären die Achsen. Die wären gebrochen. Ja. So, ich wollte doch auf die Brücke. Da, Road Closed, das ist doch unser Schild. So, hier geht's hoch. Warum wird das denn eigentlich immer dunkler? Ich dachte, wir fahren in die Morgenstunden. So. Da oben ist noch die Brücke. Nein, wir wollen kein Schaurennen. Wir fahren jetzt über die Brücke. Und Panorama genießen. Wie kommen wir da hoch? Oh, Rückwärtsgang. Langsam kommen lassen. Kommen wir nicht auf die Brücke? Das halte ich aber für ein Gerücht. Der Mond geht auf. Guck mal hier. Ist aber auch ein guter Platz hier, wenn du mal mit einer Perle. Irgendwie. Guck mal, kannst du hier schön romantisch gucken. Schatz, ich liebe dich. Kannst du alles sagen. Aber ich will da auf die. Ich will da auf die Schienen. Und mir wird ein bisschen schlecht gerade. Komm ich denn da hoch? Muss doch hier irgendwo ein Eingang sein. Vielleicht. Ah, rechts vielleicht? Nee. Och Mann. Komm ich nicht hoch. Schade, Freunde. Ich dachte, wir genießen mal die Aussicht von der Brücke aus. Mal wieder rückwärts fahren hier. Aber ist auch kein Tiefschnee hier, das sieht man. Au. Ja, romantisch. Wer auch immer da schläft. Sorry, Werner. So. Dann fahren wir wieder zurück ins Dörfchen. Ich bin dafür, wir nehmen die Abkürzung. Die ist, glaube ich, hier. Kein Problem! Oh! Ja, das hat das Spiel zu Recht auch abgebrochen. Das wäre der Moment übrigens, wo die Airbags auslösen, Freunde. Ah! Ich. Ja. So. Das Auto scheint keine Airbags zu haben. Deswegen lösen die auch nicht aus. Und wir halten uns dann immer dahin, wo es Licht ist. Also. Da sind doch schon wieder Menschen. Sehr gut. Ja. Ich würde mich darüber freuen, wenn es jetzt hier irgendwann mal Sommer wird. Kann man auch mal. Ah, da kann man auch mal Gas geben. Jedes Mal, wenn du hier Gas gibst, dann. Aha, da stehen schon welche. Oh, ah, Abkürzung. Boah. Wieder nur die Stadt. Was war das denn? Sprengsteine. So. Also. Freunde. Ich weiß nicht, kann man so ein Video machen, wenn man durchs Dunkel fährt? Bei 18 Minuten. Ja, also wir sind eh schon bei 18 Minuten. Da kann man, glaube ich, noch eine Menge rausschneiden. Freunde, wir machen ein, zwei Folgen davon von euch, für euch. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ob ich jemals wieder in die Stadt zurückfinde. Wer weiß das schon? Seid gespannt. Ich versuche jetzt erstmal ins Helle zu kommen, in den Sommer zu kommen. Und auch in die Stadt zu kommen. Freunde, bis dahin. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ich habe euch lieb. Tschüss.